Oh ja, Mais ballert. Was ihr nicht alles kriegt hier auf der Hermannstraße. Bodingstraße, Ex-Bodingstraße. Yes, und wie versprochen, Berliner Hermannstraße. Berlin-Hermannstraße, Freunde, Neukölln. Six All in the Mix, herzlich willkommen zu einem Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Im letzten Video habt ihr gesehen, heute wird heute alles am selben Tag gedroppt, natürlich. Das zweite Video, also zwei Videos insgesamt. Ihr habt gesehen, den Jungs, den Obdachlosen unter der Brücke an der Hermannstraße habe ich da geholfen. Und ja, wer das Video nicht gesehen hat, gerade Neues hier eingeschaltet hat, sollte sich das Video vorher angucken, dann würdet ihr auch den Zusammenhang verstehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt die Hermannstraße durch. Das letzte Mal, als ich hier war, letztes Jahr, im Spätsommer, August, September, Herbst schon. Mich würde interessieren, wie die Hermannstraße heute aussieht. Warum nicht? Gehen wir mal ein bisschen spazieren entlang und checken, was so die Vibes hier erzählen. Wie die Vibes hier sind. Ich habe ja mit dem Content schließlich angefangen. Orte zeigen, Umgang mit Leuten haben, soziale Schiene, Essen testen. Ja, Bruder, wie geht's dir? Okay. Alles gut? Das war Video? Ja, genau. Ja. Dann unterwegs. Ciao, ist da. Mach's gut, ja. Also, ciao. Alles Gute dir, ciao. Der Erste, der mich erkannt hat. Wäre auch mal interessant, wie viel mich in einem Video erkennt. Das ist jetzt eure Aufgabe. Zählt mal zusammen und schreibt es unten in die Kommentare. Bin mal gespannt. Ah ja, wir laufen heute auf jeden Fall nicht nur die Hermannstraße ab. Wir laufen jetzt hier ein bisschen auf der Hermannstraße herum. Und was nehme ich heute noch mit? Die Leinestraße nehme ich heute auch noch mit. Komm. Danach kommt die Leinestraße. Und wenn wir dann schon hier sind im neuen Jahr, kann ich euch so ein bisschen drumherum zeigen, was hier läuft. Ja. Immer mehr Restaurants, die sich bilden hier. Ist mir aufgefallen. Burger Luis, Burger Licious. Auch interessant. Verschiedenste Burgerläden, die da sind. Immer mehr Barbershops. Die Hermannstraße ist wirklich bunt. Also hier gibt es allerlei Dinge, wie ihr schon wisst, von meinen alten Videos. Wir gehen mal ganz kurz da, wo die Bushaltestelle ist, wo komplett alles voller Menschen ist. Ja? Die Bushaltestellen hier boomen natürlich. Hermannstraßenbereich. Wie immer. Alle Jahre mal wieder neu. Die ganzen Graffitis an den Dächern. Auch sehr interessant. Cafés, Restaurants, Dinnerläden. Ja, verbreitet auch etwas ein bisschen Müll auf den Straßen, klar. Ist ja immerhin Neukölln. Neukölln bleibt dreckig. Bürgerläden, die interessant aussehen. Guck mal, hier in dem hier war ich zum Beispiel noch nie in meinem ganzen Leben. Burger Licious. Ja, ist auch interessant. Ist neu? Seid ihr neu? Sind sie neu? Nicht? Wie lange gibt es euch? Ah ja, okay, ich habe noch nie den Namen gesehen, Luisius. Nee, noch nie gesehen. Sieht interessant aus. Ich komme mal vorbei im Zukunft. Ciao, ciao. Sehr nett. Hast du? Ja, hast du? Ja, bitte? Nein, aber ist gut? Krass, ja. Aber er sagt, die sind schon eine Weile hier. Ich habe das noch nie mal gesehen. Echt, ja? Aber er sagt 7, 6 Jahre. Okay. Aber ich habe den Namen mit dem Logo, mit dem Schild noch nie so gesehen. Bürger, okay, das sieht sehr drin. Ja, war gut, oder? Wohnst du hier? Ja, direkt in der Wie geht's, Jungs? Alles gut? Ja. Ja. Rumrennen, ein bisschen gucken. Hermannstraße wieder im neuen Jahr. Was geht hier ab? Immer wieder mal. Ich liebe diese Gegend. Neukölln ist Leben, Bruder. Neukölln ist das Leben. Ja. Wie geht's, Jungs? Darf ich mit dir? Ja, natürlich, dann mach's, ne? Snapchat, gibt's das noch? Okay. Mach's gut, Bruder. Pass auf dich auf, Dankeschön, Bruder. Ich hab schon eine Frau, bei mir ist vorbei. Mach's gut, Bruder, ja? Ist es dein Späti? Von meinem Onkel. Grüß an den Onkel. Ciao, ciao, mach's gut. Ciao. Ja, Freunde, super nette Leute, die hier wohnen. Ein weiterer Dönerladen. Obernorf-Hermannstraße. Ihr seht, direkt und direkt. Direkt, direkt. Die Leute sind sehr, sehr offen. Sehr direkt. Herrlich. Hermannstraße ist der Vibe, Freunde. Keiner ist wie die Hermannstraße, aber die Sonderlee ist nochmal ein bisschen eigen. Ein bisschen eigener. Und hier Barbershops. Da hinten. Ein paar Barbershops, auch interessant. Ist der neu oder die habe ich auch noch nicht gesehen? Entschuldigung, seid ihr neu? Ist das neue Barbershop? Ist das ein neuer Barbershop? Bro, ich hab das noch nie gesehen, mein ganzes Leben. Immer blind durch das Leben. Danke dir, ja. Mach's gut, ciao, ciao. Die sagen, die gibt es schon seit 12 Jahren. Was geht ab, Bruder? Ich hab das noch nie gesehen. Vielleicht achte ich nicht darauf. Vielleicht achte ich jetzt immer mehr drauf
wo ich die Barbershop-Tour angefangen habe. Kann auch sein. Das ist schon cool hier auf jeden Fall. Offene Türen. Läuft. Hermannstraße ist der Vibe. Gefällt mir wirklich sehr, sehr hier. Aber den Dönerladen hier, diesen Gemüsedöner, den kenne ich auch schon 1000 Jahre. Der ist schon etwas länger hier, auf jeden Fall. Hermannstraße. Schaut euch mal bitte das Getümmel an, dahin auf der anderen Straßenseite. Ich meine, geradeaus von mir. Das ist der Vibe hier, das ist die Hermannstraße. Schaut euch mal bitte an, wie voll der Bus ist. Auf der Hermannstraße ist das normal. Ja. S-Bahn auf Hermannstraße. Sie lachen hier so hart hinter mir. Ja, interessant. Nette Leute, offene Leute, wie immer. Eigentlich so, wie sie immer waren. Die Leute sind sehr, sehr nett hier. Sehr, sehr offen. Sehr, sehr sozial. Ich bin ja auch Sozialist. Ja? Kein Kapitalist, kein, wie nennt man das? Also ich sehe mich nicht als Kapitalisten oder Konsumist, ja, Konsument. Schon, wir konsumieren alle irgendwo, aber ich meine ja nur, Sozialist, mit Leuten umgehen, reisen, das ist so meine Welt. Ja. Siegfriedstraße. Wollen wir mal kurz gegenüber rüber gehen? Da sieht es auch interessant aus. Genau, wir laufen jetzt Richtung Leinestraße. Entschuldigung, das ist doch Leinestraße in die Richtung, oder? Ja. Ah ja, okay. Dankeschön. Danke. Ich verwechsel immer Schönlein und Leinestraße zusammen. Cafés, Bäckerei. Die gibt es aber auch schon eine Weile. Das ist nicht neu. Und dieses Wettbüro an der Ecke ist auch nicht neu. Am besten hört auf zu spielen und zu rauchen. Dann geht es euch besser. Ja, so das normale Übel hier so, mit ein bisschen Müll, da an den Straßenseiten auch nochmal hier schön ein bisschen zu sehen. Das ist noch alles normal, das ist alles noch in Maßen. Normalerweise ist hier die Gegend wirklich sehr, sehr verdreckt. Hier sind wir gerade auf der Emserstraße. Hermannstraße, Emserstraße. Und noch. Sieben Teppel. Restaurant. Interessante Apotheke hier nochmal an der Ecke. Guck mal hier, die machen hier Döner, Grill, Burger, vegan. Alles auf einmal. Das habe ich vorher auch nicht gesehen. Der muss neu sein, oder? Ist der neu? Den habe ich vorher noch nicht gesehen gehabt. Ja. Sieht aber neu aus. Ja. Naja, die fragen jetzt nicht jeden Laden, ob er neu ist. Bleiben wir uns diesmal nicht mal. Drinks and More, so eine Art Spezi mit, ja, also Spätkauf 44 steht hier gerade, Spätkauf 44. Ja, Berlin ist voll, also Hermannstraße ist voll, sehr beliebt auf jeden Fall, sehr, sehr beliebt, Emserstraße. Und es macht mir auch immer aufs Neue Spaß, hier vorbeizugehen, euch die Dinge zu zeigen, ja. Wir gehen mal kurz rüber, wenn wir dann schon hier sind. Sodass wir nicht immer auf derselben Straßenseite hängen bleiben. Ja. Shit, da kommt ein Wagen, Bro. Das ist vereint. Nogatstraße. Hermannstraße. Das ist der Nogat-Vibe. Ist auch eine Hut für sich. Kennen wir ja schon alles. Schiller und so hier in der Nähe auch. Ist ja alles so, wo es auch am Silvester richtig rund abgeht. Ja. Ja. Kaffeebars. Ich kenne sogar einen Kollegen da hinten. Kommst du mir bekannt vor? Bruder? Wie geht's, Bruder? Ich sag, du kommst mir doch bekannt vor. Wie geht's dir? Alles klar? Alles okay. Bei dir? Wie geht's? Was tun Sie? Schule? Ja. Das ist deine Schule? Nein, nein. Ich arbeite mit dir. Du bist der Paar. Also ja. Der Fahrlehrer. So ist alles okay? So, alles gut, Bruder. Warte? Du kannst mir sofort, dein Gesicht kam mir sofort okay. Sehr bekannt vor. Ja? Mach's gut, Bruder. Wie heißt die Schule? Ist sie neu? Ciao.
Nein, ich habe schon mal gesehen, ja, ich habe schon mal gesehen, ich habe die Erinnerung. Ja. Das heißt, du bist Fahrlehrer? Nein, ich bin nicht Fahrlehrer. Also, was ich bin nur arbeitend, von Werkstatt und so. Achso, du hilfst Autos sozusagen, aber, ja. Machst, aha, okay, 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 perfekt. Ich dachte, du bist Fahrlehrer und man kann mit dir so Flatrate machen, an der Kamera. Dann mache ich so lange, bis ich es geschafft habe, Masko, ja. Schönen Abend, Masko, mein Lieber. Ciao, ciao. Cooler Typ, Mann. Ja, der kenne ich auch. Woher, weiß ich nicht. Aber ich kenne ihn irgendwoher. Wir waren irgendwo mal im Dönerladen irgendwo gesessen. Aber ich weiß nicht, woher ich ihn kenne. Ja. Auf jeden Fall, ja, ein paar Märkte auch noch, die ihr seht. Hermannstraße ist auf jeden Fall sehr freundlich und offen. Der war voll nett. Die Leute davor waren auch sehr, sehr freundlich und nett. Ja, was soll ich sagen? Neukölln ist das Leben. Neukölln war immer das Leben. Schierkeer Straße, Hermannstraße. Schierkeer. Und da hinten gibt es auch richtig geiles Essen so, ja. Da war ich auch immer öfter. Auch super, super lecker. Ja, gibt es so einiges zu entdecken. Jump Fahrschule. Ach okay, das geht dazu. Das ist die Fahrschule gegenüber. Grüße gehen raus an die Fahrschule. Was geht, Bro? Ja, wir hören uns. Toasty. Toasty sieht auch gut aus. Toasty? Hier ist alles, was mit Toast zu tun hat, oder was? Toasty, hier ist alles, was mit Toast zu tun hat, sagst du, ja? Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Das heißt, ihr macht auch Waffeln und Toast? Ja, Waffeln, Toast. Boah, sehr gut, ich werde auf jeden Fall mal hier vorbeikommen. Das habe ich gerade im Auge gesagt. Schönen Abend euch, ja? Ciao, ciao. Ihr seid neu, oder? Ein paar Jahre. Ja, okay, dann ist es neu. Macht's gut. Schau mal bitte, wie es aussieht. Heftig. Wir gehen raus, Copyright. Ciao. Toasty sieht interessant aus, vielleicht gehen wir da mal demnächst rein. Toasty. Toast, Café und Friends. Sehr, sehr geil. Sieht sehr, sehr gut aus. Wi-Fi umsonst. Gönn dir einen Toast. Sieht gut aus, vom Slogan her auch. Ja, ey, die Hermannstraße hat so viel zu bieten, ohne Scheiß. Die Leute sind so nett hier, Bruder. Ich glaub's nicht. Noch ein Barbershop an jeder zweiten Ecke. Noch ein Döner. Guten Appetit, Bruder. Der kleine Mann dachte, was geht ab? Chicken Döner. Chicken Döner. Da hinten gibt es noch einen neuen. Ist das ein neuer Döner? Den kenne ich gar nicht. Star Gemüsekebab. Den habe ich vorher noch nicht gesehen. Der sieht neu aus. Vielleicht gehen wir kurz mal rüber und fragen den, bevor wir unseren Weg weitergehen. Ich habe noch die Leinestraße, darf ich nicht vergessen. Aber kriegen wir schon alles in einem Video. Stay healthy. Das ist Gemüsedöner, die Gemüsekebab. Entschuldigung, seid ihr neu? Entschuldigung, seid ihr neu? Ist das ein neuer Land? Hey, du! Ja, wie geht's? Hey, Abdel, ich such dich, wallah. Ja. Ich hab deine Nummer, Abdel. Hast du recht, ja? Ja, ich hab dich im Kopf. Du bist von Tempelhof. Nein, nein, Gotti, Mann. Was Tempelhof? Sonne, sag deine Nummer. Ja, Moment. Wir machen kurz an der Stelle machen wir einen Schnitt. So, Freunde. Hab kurz mal mit dem Kollegen geredet. Der wollte meine WhatsApp-Nummer. Vielleicht ein bisschen Business-Talks. Der macht demnächst was auf. Kein Problem, dachte ich mir. Komm, mach ich gerne. Natürlich nicht einfach so, wissen wir alle. Und was mir einfällt, ist hier zum Beispiel, wo du gerade erkannt, zum 6., 7. Mal, was mir einfällt hier, der Dönerladen ist hier weg. Der ist jetzt hier weg einfach. Gibt es keinen Dönerladen mehr hier. An der Ecke hier direkt am U-Bahnhof Leinestraße. Gibt es keinen Dönerladen mehr. Mal kurz mal reinschauen, wie es aussieht. Wow. Der ist umgezogen oder hat abgegeben, wie auch immer. Naja. Auf jeden Fall wird da geklopft. Was ist hier genau? Ach ja, also Obdachlosen. Ah, okay, so Obdachlosenstütze. Auch sehr, sehr cool. Da wird den Leuten geholfen. Ja, ja, der junge Mann macht ein neues Gewerbe oder was auch immer der da macht. Der will einen neuen Laden aufmachen und meinte, du musst unbedingt vorbeikommen. TikTok, YouTube, ich meinte, kein Problem. Wir verhandeln, dann komme ich. Der hat sich gefreut. Jetzt sind wir wieder hier auf der Leinestraße übrigens jetzt hier. Ja, habe ich ja schon gesagt. Und ja, viele dazugezogene. Was ich überhaupt nicht leid, also nicht feiern. Was aber nicht böse gemeint ist, ich sag's nur, es kommen sehr, sehr viele, die dazugezogen sind. Und es macht den Berliner Flavor so ein bisschen nicht mehr zum Berliner Flavor. Ja,
Meine Fresse, ich höre mich schon so an wie diese komischen Rechten. Ich bin ja kein Nazi, aber. Nee, ohne Scheiß. Es ist zu viel, es ist zu viel. Ich sage es in die U-Bahn, ist schon kein Berliner mehr. Alles, also ich würde sogar sagen, dass mehr als die Hälfte keine echten Berliner mehr sind. Wirklich. Es ist einfach nur so Hipster, Bionade, einfach zu viel. Ich bin hergekommen, wo keine Sau herkommen wollte. Kleine Straße, Hermannstraße. Damals in der Köln wollte keine Sau herkommen. Jetzt ist es einfach zu viel von den Leuten. Die ganzen Leute, die dazugezogen sind, ist einfach zu viel. Meiner Meinung, ist nicht böse gesagt, gemeint. Ja? Aber es ist zu viel, Bro. Du steigst in die U-Bahn, du kannst dich nirgendwo mal hinsetzen, Alter. Das regt mich richtig auf. Und dann gibt es Leute, die von ihren alten Mietverträgen rausfliegen oder die mit sozusagen indirekt rausgeekelt werden, wo eine Wohnung vielleicht mal 400, 500 warm war. Und dann kommen die dazugezogen sind und holen sich dieselbe Wohnung für 1500. Die wird einfach höher angedreht. Und die haben dann vielleicht nur einen Hund und das war's. Und Familien mit Kindern haben nichts. Und dann kommen die ganzen Leute neu hierher. Und weil die es hip finden, hier zu wohnen. Aber das feiere ich nicht. Weißt du? Die finden es hip, hier zu wohnen, kommen alle her. Ja? Und dann denken die sich, ja gut, geil, Berlin ist geil. Ja, aber was suchst du hier, Digga? Ja? Was ist mit Leuten, die Kinder haben, Familien haben? So, das ist meine Einstellung. Ja. Ja, der übliche Müll. Wie gesagt, nicht böse gemeint. Aber ich glaube, so Familien mit Kindern, keine Ahnung, die es etwas schwieriger haben diese Wohnungen nötiger als irgendwelche Leute aus Bayern. Nichts gegen Bayern. Mein Kollege, einer meiner besten Kollegen kommt ja auch aus Bayern. Der ist auch nach Berlin gezogen. Ja, aber der hat dann eine Frau. Er wird auch eine Familie gründen, so, weißt du? Aber ich meine, Leute, die so ziellos, weil die Eltern Geld haben, so ziellos durch die Städte reisen, um was zu erleben, weißt du, um sich dann Spaß daraus zu machen, feiern zu gehen, Bergheim oder sowas. Die wollen einfach nur so chillen. Ja, ja, ist geil. Hauptsache, ich habe eine Wohnung für 2000 Euro. Scheiß drauf. Ich will sie haben. Bevor die Hausverwaltung dann irgendwelcher Familien so die Wohnung gibt, gibt sie dann lieber so an so einen Typen oder an so eine Frau, die dann eher 2000 Euro zahlt oder so und dann hier rumlungert, keine Ahnung, am Wochenende Drogen nimmt. So halt, ja. Feier ich gar nicht. Wohnungen sind für Familien mit Kindern. Meiner Meinung nach sollten die als ersten Andrang haben. Was mir noch aufgefallen ist, was noch eine riesengroße Verschwendung ist in Berlin, diese leerstehenden unten leerstehenden Gebäude, ja, die ganzen komischen Kunstdinger, ja, so ein leerstehendes Gebäude, was ist das Gebäude, leerstehendes Zimmer, wie soll ich sagen, so ein Gewerbe, wo früher mal ein Barbershop war, kaufen die auf oder die mieten das für etwas mehr Geld, da machen die so eine komische Kunstgalerie, überall an jeder Ecke hier, ja, guck mal hier, jemand beklaut von Tasche einfach so hin, einfach so liegen lassen, ja, ey, die machen dann diese Kunst und da steht drin nichts. Da ist nichts drin. So. Leere Räume mit ein bisschen Bild drauf, oder was? Und das regt einen ein bisschen auf so. Ja. Und ja, braucht kein Mensch. Sowas hier zum Beispiel. Wird auch zu so einer Art Kunstgalerie. Wo damals kein Schwanz Lust hatte drauf. Und jetzt kommen die alle und machen das einfach. Ja, ja, was soll ich sagen können? Das ist so der Vibe in Berlin. Zurzeit. Wir sind jetzt hier. Leine Straße. So, und wir laufen jetzt hier Richtung Hermannplatz. Das ist hier die Kienitzer Straße. Kienitzer Straße, Hermannstraße. Und ja, Bro. Wieder ein paar Leute, die mich erkannt haben. Was mir natürlich nichts bringt. Macht mir meinen Kühlschrank ja auch nicht voll. Auf jeden Fall Hermannstraße, Kienitzer Straße. Hier drumherum auch sehr, sehr viel Müll. Würde ich jetzt behaupten. Berlin ist eben so. Ja, ich habe mich wenigstens so ein bisschen über die Neueinkömmlinge so ein bisschen ausgekotzt. Berlin hat, verstehen wir uns nicht falsch, Berlin hat immer noch seinen Charme. Aber umso mehr Leute kommen, egal woher, umso weniger wird es Berlin. Ja, weil Berlin ist schon mehr so New York. Immer mehr Einwanderer, also wie soll ich sagen, immer mehr so dazugezogene. Aus Westdeutschland, Ostdeutschland. Das Berlin soll auch Berlin bleiben, so weißt du? Ist trotzdem schön, klar, die Leute kommen nach Berlin. Aber ich meine, der Vibe von Berlin, der originale Vibe, der originale Döner und alles drum und dran, das hast heute nicht mehr so viel. Und das ist das, was ich als Berliner, der seit 30 Jahren hier lebt,
Ich bin zwar kein Urgestein Berlin, bin auch nicht hier geboren, aber 30 Jahre Berlin macht mich auf jeden Fall zum Berliner. Und ich finde das so ein bisschen schade, weil das so verloren geht. Hier nochmal ein bisschen Dreck. Da nochmal ein bisschen was, hier nochmal ein bisschen was. Wir nähern uns jetzt Richtung Beudingstraße. Beudingstraße ist eigentlich auch sehr, sehr interessant. Allein die Ecke hier. Und ja. Ich meine, man sieht ja auch sofort, wer neu oder dazugezogen ist, siehst du ja sofort. Und so ist das. Hier, die zwei Herrschaften zum Beispiel. Sieht aus wie typische Berghain-Gänger. Ja, ich möchte auch jetzt gegen niemanden was sagen. Ich sag ja nur. Ich sag ja mal, guck mal hier, der Laden sieht auch super lecker aus. Kebas, Behas, was auch immer, wie es auch immer heißt. Behas, Kebab. Okay, die machen auch so Adana und so. Adana Platte. Da kriegst du ein bisschen Fleisch auf dem Teller mit Reis. Auch sehr interessant. Herfurtstraße. Herfurtstraße. Hermannstraße. Sehr, sehr lang. Berlin-Boddingstraße vorne. Ja, dann haben wir mal ein ganzes Video insgesamt für heute. Warum nicht? Vielleicht komme ich einzeln nochmal her zu der Boddingstraße und finde heraus, was hier so läuft. Ja, Leute, Essen, alles drum und dran. Freunde, das fürs Erste war es jetzt auch. Ja, ich weiß, ist mal wieder sehr kurz gelungen für euch. Viele Leute, die meine Videos feiern, sagen, ey, die Aufnahmen sind so kurz, kannst ein bisschen mehr machen. Ja klar, in Zukunft. Kommt auf jeden Fall nochmal her, macht euch doch keinen Kopf. Da gibt es noch einiges zu sehen. Ja, und ja, danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Das war's mit dem Video. Mein Name ist Six All in the Mix. Ja, danke fürs Folgen, fürs Zugucken. Ja, jetzt kommt natürlich das Geleier wie immer. Abonniert, aktiviert, kommentiert, was auch immer. Ihr wisst, was zu tun ist. Boah, das sieht nach Mais aus. So richtig geil. Ein Becher Mais, 3 Euro. Sieht nach lecker, lecker Mais aus, Freunde. Auch einfach so ein Laden auf dem Mikro entdeckt. Ja, Freunde, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berliner Köln. Berliner Köln, Boddingstraße. Peace. Ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen. Schaut mal hier. Alle Nusssorten, die ihr wollt. Jetzt kommt gleich der Kollege und macht mir ein bisschen Mais im Becher. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Das ist der Laden. Riesengroßer Laden. Guck mal, was sie hier alles anbieten. Auch Süßes. Aber ich bin ja vom Zucker weg. Ja, sieht gut aus. So Maisbecher wird mir das jetzt auf jeden Fall gut tun. Schöner frischer Mais, Freunde. Ein Becher. Sieht sehr, sehr gut aus. Einen, ne? Ja, bitte. Sieht sehr gut aus, auf jeden Fall. Sehr, sehr lecker. Danke. Mais muss sein. Ist das okay, wenn ich die zeige hier mit dem Laden? Kein Problem. Perfekt, perfekt. Ich bin mal gespannt, wie der Laden heißt. Ich habe euch jetzt einfach mal mitgenommen zum Schluss. Warum nicht? Das Video ist noch nicht vorbei. Aber jetzt gleich. Nuts und Co. Sieht gut aus. Auf der Boddingstraße. Gehört das doch zu der Boddingstraße, ja, wa? Okay. Das ist der Hermannstraße. Hermannstraße, Boddingstraße, okay. Perfekt. Herzlichen Dank. Ja, Freunde, ihr kriegt halt alles auf der Hermannstraße, ne? Ich bin sehr gespannt, wie es gleich schmeckt, Bro. Dankeschön. Dankeschön. Ich dachte, das ist mir. Ja, gut. Oh ja, Mais ballert. Was ihr nicht alles kriegt hier auf der Hermannstraße. Boddingstraße, Ex-Boddingstraße. Jetzt aber wirklich, tschüss. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Vlog.